What do you need to be a good animator? Ja, Talent braucht es natürlich. Ich glaube, man muss sich wirklich einfach in die Menschen versetzen können und sich damit auseinandersetzen, wie bewegen sich Menschen, welche Gesten machen sie. You could actually do it if you're a child even and start to do it in your front room. You could even make a good film, right? Auf jeden Fall, ja. Das Ganze, wir haben es jetzt ja gesehen, ein 9-jähriger Junge, der aus dem Stand heraus in der Kürze eine Puppe animiert hat, die umfällt. Und die, das ist wirklich unglaublich. Das ist sicher mal das Talent, aber natürlich, wie bewusst oder unbewusst, er eben auch die Leute und die Dinge, auch aus Filmen, Bewegungen beobachtet und verinnerlicht. Das ist offensichtlich. Wahrscheinlich ist es gar nicht so bewusst bei ihm, oder? So what is the secret to making a good film and having a hit with it? Luck. Das ist dann wirklich der Erfolg, misst sich eigentlich, an welchem Festival kann man den Film zeigen, wer will den Film zeigen. So, which for you is the most important festival of the year? Hiroshima oder in Deutschland das Stuttgart Trickfilm Festival. Ja, es gibt eine ganze Reihe, aber an sich ist so ein gewissermaßen das Gun des Trickfilms, sagt man ja immer wieder. Also ANSI zum Beispiel, die wollen natürlich dann im Wettbewerb die Weltpremiere haben. Also da musst du dann aufpassen, dass du das nicht irgendwo an einem anderen Festival schon gezeigt hast. Und natürlich möchte man diesen Hit haben, oder? Wo sich alle Festivals darum reißen. Das ist natürlich toll, wenn das passiert. Aber das passiert natürlich nur sehr wenig, mit wenigen Filmen. Also mir ist es noch nie, ich habe es noch nie erlebt, dass sich wirklich die Festivals reißen darum, oder?